Reisefreunde und einen wunderschönen guten Abend an diesem 29. November. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Ja, und jetzt heute quasi live dafür. Genau, wir sind live heute und ihr seht, wir sitzen in einem Camper. Und das ist nicht Karl. Und das ist nicht Karl, dazu kommen wir aber später noch. Ja, wir haben jetzt lange, lange Videopause gemacht und ihr seht es dem Titel an. Titel, warum kommen keine Videos mehr? Ja, wir waren unterwegs die letzten Tage. Wir sind mit einem Mietcamper von MyCamper und das ist zufälligerweise auch der Camper, wo wir jetzt gerade drin sitzen, durch die Schweiz gefahren. Auf der Grand Tour of Switzerland. Haben ganz viel Videos auch produziert und ganz viel sehen können. Dazu waren wir zuvor noch bei Till, unserem Solarprofi von Autosolar, haben da auch Videos gedreht. Also wir haben momentan sehr viel Videomaterial, aber noch im in der Rohfassung. Genau, wir hatten noch keine Zeit, diese zu schneiden, aber das Video ist ja dazu da, um euch abzudaten. Am Montag geht's weiter, am Montag kommen wieder Videos und dann auch wieder regelmäßig über den ganzen Dezember, weil es gibt auch wieder was zu gewinnen. Genau, den ganzen Dezember hindurch gibt's auf allen unseren Plattformen, Facebook, Instagram, Newsletter und YouTube hier. Genau, verschiedene Dinge zu gewinnen und das schon ganz, ganz bald. Also folgt uns auf allen Kanälen, dann bekommt ihr auch alles mit. Wie steht's um Karl? Das ist ja immer die große Frage. Ja, den gehen wir morgen besuchen und vielleicht können wir dann so ein paar erste Bilder von Karl auch mitbringen für euch. Der ist in der Werkstatt, der wird repariert und noch immer ist der 10. Dezember der Stichtag, wo es zum TÜV geht. Aber das müssen wir jetzt auch morgen in der Werkstatt dann klären, weil bis aktuell, also bis und mit morgen, können wir auch noch den Termin verschieben. Aber das hängt jetzt davon ab, was der Werkstattleiter meint, wie er mit dem Fahrzeug, also wie er mit Karl vorankommt. Er meinte ja, es sei ziemlich schlimm, der Rost. Mhm. Also es sei wirklich viel schlimmer, als er gedacht hätte. Vielleicht können wir da ein paar Bilder machen oder ein Video machen, wie das Ganze ausschaut. Das müssen wir mal schauen, ob wir das machen können und dürfen. Aber naja, es ist ziemlich schlimm. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Zeit genossen in unserem Mietcamper. Die ein oder anderen von euch wissen vielleicht schon, was es für einer ist, die uns nur auf YouTube folgen. Die erfahren dann das am Montag, genau, das soll das Update gewesen sein für heute. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir den Leuten sagen müssen? Ja, herzlichen Dank für die vielen Kalenderbestellungen. Stimmt. Und wir haben den ja hier auch schon mal gezeigt. Und ja, ich glaube, dass ich heute noch nicht zum Bestellen komme. Also wer jetzt ganz express noch ein bisschen was für Weihnachten oder so bestellen möchte, der kann das gerne auf dem Shop machen. Der ist da oben jetzt nochmal eingeblendet, also wer da noch Lust hat, heute aber wirklich, wirklich die allerletzte Möglichkeit, so einen zu bestellen. Und vielleicht zum Thema Duschbeutel, ja, kann ich noch sagen, ihr habt die noch gar nicht so richtig gesehen hier auf YouTube. Aber sie haben einen Absatz ungewohnten Ausmaßes, obwohl wir die ja nur auf dem Newsletter eigentlich angeteasert haben und die gehen weg wie warme Semmeln. Möchtest du das jetzt hier doch noch offiziell? Ich sage nur, dass es sich lohnt, immer mal wieder auf unserem Shop vorbeizuschauen, weil ich habe verschiedene neue Stoffe bestellt, darunter auch einen, der zum Thema Camping passt. Und ja, also ich habe da immer nur sehr begrenzt Stoffe da. Der schnellere ist einfach der das Glück hat. Genau, aber wir wollen nicht weiter Werbung machen. Nein. Hier. Wir wollen Danke sagen für die vielen Bestellungen und wir möchten euch vor allem einen wunderbaren Start in die Adventszeit wünschen. Am Sonntag geht's ja los, 1. Advent. Sehr, sehr schön. Wir freuen uns auf diese Weihnachtszeit. Vor allem die Weihnachtszeit jetzt zu Hause zu verbringen, wird ein bisschen anders als letztes Jahr in diesem Portugal. Es war ja nicht so ganz weihnachtlich sozusagen, ja. Ja, definitiv. Also für uns geht es jetzt schon ganz anders los, weil am Wochenende geht es nach Innsbruck. Und ja, da geht es dann an den ersten Weihnachtsmarkt. Genau. Das werdet ihr einfach in bebilderter Version dann im Newsletter, Blog und so weiter sehen können. Genau, aber es geht jetzt los mit der Weihnachtsmarktsaison und darauf freuen wir uns ja auch tierisch, weil nebst Fasching ist Weihnachtszeit ja doch irgendwie schon die 6. Jahreszeit, die es gibt im Jahr. Genau. Ja, das war das Update von heute. Wir wollten uns mal melden. Wir leben noch, uns geht's gut. Wir hatten fantastische 4 Tage jetzt mit diesem Camper. Es hat richtig gut getan, wieder mal unterwegs zu sein, im Camper zu sein oder wie du schon so schön ja gesagt hast. Ja, es fühlt sich einfach, selbst wenn es nicht unser Camper ist, irgendwie mehr
zu Hause an als, ja, wenn man zu Hause. Ja, als zu Hause, sehr originell. Ja. Ja, es ist halt einfach so, dass wir gerne unterwegs sind und gerne in einem Van leben und jetzt hier ja auch den ganzen Luxus hatten, den du dir vor allem ja auch immer wünschst. Genau, nur ich natürlich. Ja, das war's. Wir müssen diesen Camper jetzt noch grundreinigen und zurückgeben. Für euch starten die Videos am Montag, da geht's weiter. Kleine Aufgabe für euch, schreibt jetzt unten in die Kommentare, welche Weihnachtsmärkte müssten wir so in Europa, sagen wir Europa, sagen wir Deutschland, welche Weihnachtsmärkte müssen wir unbedingt besuchen? Das wäre noch cool, weil wir überlegen uns noch so ein paar Weihnachtsmärkte zu besuchen über den Dezember. Schreibt unbedingt alle, am besten einfach alle, unten die Ideen für den Weihnachtsmarkt unten hin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Montag wieder. Für uns geht's jetzt putzen. Und ja. Donnerstag kommt kein Video. Heute ist Donnerstag. Ach, heute ist Donnerstag. Danke, danke. Und das war jetzt das Wort zum Sonntag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.